Guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video, auch mal bei uns wieder auf dem Kanal. Sehr aktuell. Wir sind im Moviepark Germany eingeladen zur Presse-Preview von der neuen Stunt-Show. Und ja, wir sind sehr gespannt. Ich glaube, es wird wieder ein riesengroßes Klassentreffen. Gefühlt ist es ja jedes Mal so. Und ich glaube, der Park hat auch wieder ein schönes Programm zusammengestellt. Auf jeden Fall Dresscode, wieder Red Carpet-like. Ich bin einfach gespannt. Ich nehme euch mit und wünsche euch jetzt viel Spaß hier mit diesem kleinen Presse-Vlog. Ja, während wir warten, haben wir hier so ein bisschen Unterhaltung. Das schöne Entertainment-Team aus dem Park weiß auf jeden Fall gut zu unterhalten. Sam haben wir gesehen, wir haben die komplette Dance-Crew gesehen. Und was machen wir jetzt, Michelle? Essen. Nein, ich glaube, wir warten tatsächlich jetzt endlich mal auf die neue Stunt-Show. Ja, wir müssen ja auch irgendwie Kevin vertreten. Deswegen essen wir erst und dann gehen wir in die Stunt-Show. So, das ist ein guter Plan. Ihr Lieben, wir sind im Studio 6, die Stunt-Show. Und was für ein schönes Set ist das bitte geworden. Richtig, richtig toll. Macht auf jeden Fall richtig was her. Die Presse versammelt sich gerade. Ich denke mal so in 10 bis 15 Minuten geht es für uns los. Ich schaue jetzt gleich nochmal, dass ich von oben nochmal ein paar Schwenks mache und euch dann nochmal hier das gesamte Set zeige. Auf jeden Fall hat sich einiges verändert und da bin ich ja schon sehr drauf gespannt. Ich nehme euch mit und mal sehen, was wir euch von der Show zeigen möchten.
sind jetzt die Möglichkeit, auch aufs Set zu kommen, Fotos zu machen von den Kulissen, von den Fahrern, von den Autos. Ihr Lieben, das waren Ausschnitte aus der neuen Stuntshow hier im Movie Park, Operation Red Carpet. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Schauen. Einige Eindrücke habt ihr jetzt sehen können. Das Ganze ist ab sofort geöffnet im Movie Park Germany, aber noch im Soft Opening. Ich gehe davon aus, dass das offizielle Opening dann im Juni stattfindet. Genauere Infos aber bitte dann aber auf der Homepage nochmal nachlesen. Hier und da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial, glaube ich, in der Show zu erkennen. Aber im Großen und Ganzen super Story, macht super viel Spaß zu gucken. Es passiert super viel. Also ich glaube, ein paar Mal werde ich mir die Show auf jeden Fall noch angucken, damit ich auch wirklich alles gesehen habe. Und wenn ihr auch nochmal vorbeischauen wollt, wie gesagt, ab sofort im Soft Opening. Und für das genaue Eröffnungsdatum schaut bitte auf jeden Fall dann nochmal auf die Website vom Movie Park. Und ich gehe mich jetzt noch mal ein bisschen am Set hier umschauen, nehme euch auch noch mal mit und danach geht's zur Aftershow-Party.